Hallo und willkommen zu Dead by Daylight. Mein Name ist Felix und ich spiele heute die Seuche. Ja, und ich spiele mit den Perks Barbecue und Chili, Überwachung, Ruin und niemand entrinnt dem Tod. Außerdem habe ich zwei Addons dabei. Einmal, dass die korrumpierte Seuche die Zeit dafür länger anhält und dass ich die Runde mit einem verdorbenen Brunnen beginne. So kann ich das ganze Spiel so ein bisschen ins Rollen bringen. Hallo Mac. Oder eher hallo Lag Mac. Mac, du musst doch auch auf den Ping schauen, ne? Ich habe gar nicht aufgepasst, ob du jetzt irgendwie lagst oder nicht. Ach ja je. Du kommst hier hinten an den Haken. So, und zack. Jetzt hinten hat es irgendwo gekracht. Ah, dort sitzt jemand. Dort sitzt noch jemand. Jetzt gehe ich kurz gegen, dann kotze ich kurz dran. So. An dem Gen wurde auch kurz gearbeitet. Die rennen alle beide nach links. Jetzt geht es auch gegen. Meine Überwachung. Ist ja besser, wenn es drauf ist, ne? So, dann gehe ich mal nach hier unten. Hier unten hat auch jemand dran gearbeitet. Und zwar die Fang. Die hat ordentlich einen Schmerz abbekommen. Ach, ich dachte... Okay. So, Fang, du kriegst jetzt eins ab. Und jetzt hinten habe ich noch jemanden gesehen. Das war die Cliptet. Cliptet. Wer hat krank Cliptet? So, die spuckt jetzt vor sich hin. Schade. So, okay, dann lauf du mal bis hier oben lang. Jetzt hinten läuft sie. Okay, gut, dann lasse ich die Fänge erstmal liegen und jag jetzt die Claudette weiter. Hab ich dich. Jetzt liegen beide. Fang wurde geheilt, hat jemand anderen damit angesteckt. Das ist sehr gut. Und der erste Generator wurde aktiviert. Das ist wiederum nicht so richtig gut. Jetzt sagst du, dort hinten läuft jemand lang. Ich glaube, das ist die Fang. Die Fang, die sich jetzt eigentlich waschen möchte. So, hab ich dich. Du kommst hier hin. So, wer auch immer rettet, wird krank. Und da wurde wieder ein Brunnen verunreinigt. Das macht mich natürlich jetzt alles stärker. So, und ich räume jetzt hier so ein bisschen die Paletten erstmal aus dem Weg. Die nerven nämlich. Dann gehe ich, denke ich, nach... das war's mit Ruin. So, hier trete ich auch kurz gegen, dann kotze ich dran. Vor allem, sie kommt an und farmt, ne? So, aber gut, ich gehe jetzt nicht weiter auf sie. Hier unten lang rennt die Kate. Hab ich dich? So, und der andere muss ich erstmal befreien sozusagen aus... dort oben war jemand. Und zwar die Meg. Das war uns dann. Okay. Jetzt befreien sich alle sozusagen aus dem... von ihrer Seuche. So, dich hänge ich jetzt hier und dann hole ich mir den Brunnen. Ich kann dich Morin.
Irgendjemand hat mich hier angesprungen. So, du stirbst jetzt. Ich habe nämlich eine kleine Überraschung mitgebracht. Ein grünes Mori. Für die Götter der Pest. So, und tot ist sie. Jetzt hole ich mir hier schön wieder den neuen Brunnen. So, bevor die Überlebenden nämlich hier alle Brunnen aktivieren, ich dann keinen mehr habe. Dort hinten sind überall Rennspuren. Einmal. Zweimal. So, du kommst nach dort hinten an den Haken. Hier sind wieder überall Rennspuren. Da hat sich wieder jemand gereinigt. Ach, shit. Sie haben jetzt sich an allen Brunnen gereinigt. Da habe ich ein bisschen geschlafen. Und dadurch sind jetzt alle Brunnen wieder rein. Aber ich habe automatisch eine Kraft neu bekommen. War jetzt natürlich ein bisschen Verschwendung für mich. Einmal. Zweimal. Claudette ist tot. Hat sie sterben lassen, oder wie? So, du kommst auf die Schulter, dann kommst du hier an den Haken. So, und zack. Vor allem eigentlich lustig. Meine beiden Addons haben so den Effekt. Oh, dort hinten. Dass ich länger in der die korrumpierte Seuche habe und schon mit so einem Brunnen starte. Die ganze Runde spiele ich eigentlich ohne die korrumpierte Seuche. Wo was nicht lustig ist, sondern eher zum Verzweifeln. Aber ich habe hier jemanden gesehen. Das könnt ihr mir nicht erzählen. Hat er sich versteckt oder was? Verstecken verboten. Hier zieh ich gegen. Hat sich gegen. Ne, ich sehe hier keinen. Hm. Einmal. Zweimal. Und jetzt gibt es eins mit der Keule. Das war die, die so schön zum Haken gerannt ist. Ich meine, hätte sie keine geliehene Zeit gehabt, wäre es hartes Abfarmen gewesen. Aber so mit geliehener Rage Quit. Was soll das? Dann Rage quittet sie einfach. Mensch, die ganzen Punkte. Das Spiel war doch eh vorbei. Naja, gut. Die Seuchenpriesterin hat die Seuche verbreitet. Wundervoll. So. Good game. Meine Lieben. Dann wollen wir mal schauen, was hätte ich mehr machen müssen. Ja, noch in zwei Kategorien schillernd. Hier ein bisschen. Nee, ich lass mich da jetzt nicht drauf an. Er ist ein bisschen, wer war das? Lia ist die, ja, der ist ein bisschen gefrustet wahrscheinlich. Dass er jetzt gestorben ist, aber passiert, wenn man gegen die Seuche spielt. Na gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt ja gerne Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren lassen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!